Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Grumbach. Wir sind fleißig am Krassmähen, machen hier die schönen Aufträge weg. Und ja, seid ja selbst schön dabei und seht ja, was ich hier mache. Ne? Ja, ich weiß, ihr bleibt verstehen, aber das können wir alle verkraften. Wir haben gehört, der Bauer, dem das Feld gehört, der hat gesagt, der muss nicht alles ausgekratzt werden. Hauptsache, die großen Flächen sind abgeerntet. Nicht, so wie ich sage. Ja, wir sind ja jetzt schon hier auf Feld 30 auf 18%. Wir müssen ja die 20% ja nur mähen. So, also Prozentsatz mähen. Und dann reicht es ja quasi für den Aufbrach. Ach so, jetzt hat er wieder nur vorne ausgehoben. Ja, so. Gibt er jetzt aus? Ja. Okay. Dann bitte jetzt wieder gemeinsam runter. Das wäre schick. Das macht er auch. Ja, mit GPS gibt es schöne gerade Bahnen. Ne? Mir wäre komisch ausgehoben. Ja, ja, egal. Ihr habt ja nichts gesehen, ist nicht unser Mähwerk. GPS wieder reinknallen und los geht's, die nächste Bahn. Ja, ich glaube, jetzt ist es bei dieser Bahn egal, ob wir rechts oder links fahren. Der Mast steht genau oder fast genau in der Mitte. Also ich würde sagen, wenn wir links rumfahren, haben wir mehr geerntet. Also, wie ich so sage. Ja, aber ich glaube, der steht doch mittig. Will er nicht. Ja, da kriegen wir sowieso nicht so alles aufgesammelt, da müssen wir auch zweimal fahren mit der Presse da. Weil durch den Schlenker vorne gemäht, hinten nicht vernünftig zugeworfen. Die Kurve ist halt zu eng. So, dann können wir den ganzen Schmurkern hier wieder zusammenklappen. Und ich meine, im Auftrag gesehen, das Feld 10. Ach ne, 10 ist wenden, wenden, wenden. Ballen wickeln und auch Ballen wickeln. 53 muss man. 53 war doch hier links, da sind wir doch schon vorhin vorbei, fast gefahren. Nicht ganz. War doch. Wir fahren hier wieder zurück. Achso, das ist die Wiese hier unten, wo auch so ein Gebäude steht. Stimmt. Ja, können wir dahin fahren, die Wiese noch machen. Und wir haben schon zwei Aufträge hier mit Silage gemäht. Und dann machen wir die anderen Felder mit Breitablage wegen Heu. Ja, komm Leute, wir machen auch Rundumleuchten an für euch. Damit man sagen kann, wir machen es halbwegs realistisch. Oh, der Meister hat es verkraftet. Und dann wollen wir jetzt zu Feld 53 fahren. Und das mit 53 km/h. Das ist ja mal wieder ein Zufall hier. Kommen wir an unserer Lieblingsstelle wieder vorbei gleich. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir das besser, weil wir von hier aus kommen. Da werden wir uns wohl nicht festhängen. Also ich will es nicht bejahen, aber ich hoffe. Ich hoffe, das klappt. Lassen wir mal den blauen einmal eben fahren. Dann kommen wir auch hier rum. Jetzt müssen wir schon wieder links.
enge Einfahrten hier, teilweise. Das ist jetzt auch nicht die größte Wiese. Nö, aber die muss auch gemäht werden, ne? Deswegen war da auch bei Feld 53 so ein kleiner Hobel mit dabei gewesen. Ja, dann einmal hier bitte einmal ausklappen. Und Umleuchten können wir wieder ausschalten. Die brauchen wir jetzt nicht anhaben. Dann anschmeißen, senken. Ja, und dann ruppen wir mal hier die ganze Wiese leer, ne? Moin, was habe ich jetzt angemacht? Keine Ahnung. Gut, die Ecke lassen wir hier wieder stehen. Wir fahren nur so weit, wie wir können. Weil wir müssen das ja auch mit der Presse halbwegs wegbekommen. Ich glaube, die eine Ecke, die haben wir zu weit gemäht. Weil so weit kommen wir sowieso nicht mit der Presse rein. Aber diese Kurve, die können wir wieder fahren. Wenn das mehr weg dann will. So. Haben wir das auch erledigt. Die Rundfahrt sozusagen. Dann fangen wir hier wieder an. Weil das sind hier gerade Bahnen. Oh, wir können auch das GPS wieder übernehmen. Das passt zufällig hin. Und ja, auf geht's. Das müsste eigentlich genau passen, dass nichts stehen bleibt. So wie ich das in meinen Augen gesehen habe. Bei dieser kleinen Wiese fahre ich nicht zweimal rund. Das macht keinen Sinn. Da ist die Wiese ja schon fertig, nur mit dem Rundfahren. Weil so reicht es ja auch mit dem Mähen. Oh, Mähwerk, hier hinten hoch, ja. Was ist los da? Deswegen, da reicht ja gerade so eben. Warum sollten wir da zweimal rumfahren? Sind auch gute Schwaden. Die sitzen gut voll. Aber ich glaube auch von den Aufträgen, da werden wir noch gut was an der Seite legen können. Für uns selber. Als Ernte sozusagen. Weil ich meine, da geht nicht alles in den Vertrag rein. Wenn wir da aufpassen, können wir da eigentlich, glaube ich, ordentlich bei was bei wegschütteln. Naja, aber hier braucht er immer auf der Seite etwas länger, um hochzuheben. Warum auch immer. Vielleicht ist auch Bedienungsfehler von mir mit Tasten drücken. Kann auch sein. Aber eigentlich habe ich das so gedrückt, wie es sein muss.
Guck, jetzt sind wir schon im Spitzkehrbereich hier. Ja, ist schon eine ordentliche Schwade, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, hier ist auch so ein kleiner Unterstand, da kann man auch mal was stehen lassen zur Not. Für diese kleine Wiese, hier ein paar kleine Sachen stehen oder so. Mal gucken, was wir uns alles so anschaffen noch. Wenn die Zeit gekommen ist, wenn wir das besitzen. Auch aus der Innenansicht sieht es nice aus, muss ich sagen. Diesmal hat das sofort wieder aus oben. Perfekt. Wir sind rein theoretisch mit dem Land schon durch. Aber da wir da was abgreifen vielleicht können, mähen wir natürlich alles, ne? Wie sich das so gehört. Weil im Normalfall mähe ich es ja auch nicht als Lohnunternehmen einfach hier nur die Hälfte, nur weil er sagt, ja, du hast jetzt nur 20% vom ganzen Auftrag geschafft, ne? So, dann können wir das Ding wieder zusammenklappen und dann jetzt 16, 10 und 27 machen. 16, 10, 27, das haben wir, das haben wir. 10 ist hier, 16 ist da, 27 ist da. Heißt, wir fahren so erstmal zu Richtung unserem Hof hier hoch. Und dann fahren wir hier zu 27 erst, weil dann können wir wieder zurück eiern hier, bis hier, hier hoch und die beiden machen. Genauso sieht's aus, das machen wir, der Plan. Gut, dass man da kein Tor zumachen muss. Der Bau ausgebaut. Da wir ein Problem damit der Kurve haben, fahren wir hier rum. Ich glaube, das geht genauso schnell und ist genauso effektiv. Sag mal, hast du kein Gaspedal? Mit 30 rum zu eiern. Ach nö, jetzt fährst du auch noch die gleiche Strecke wie ich, oder was? Oh mein Gott, jetzt sehen wir zu, dass du weg bei uns. Ah, der hat Schiss, der bleibt stehen. Eben die Ente, die gelbe, die blieb hat auf dem Gas, sag ich mal. Guck, auch die fährt weiter. Der wurde ganz kurz angetäuscht mit den Bremsen, aber die ist weitergefahren. Ich glaube, das kommt drauf an, wie weit ich rechts fahre. Oder wie nah ich denen komme, ne? Ja, die Straße hier, ne, ist schon mit diesem breiten Geschoss fast so schmal geraten. Gut, vielleicht habe ich auch die zu breitere Maschine. So, da müssen wir gleich links ab. Wieder zurück, wenn wir zurückfahren. Aber wir fahren jetzt erstmal auf Feld 10. Heißt, wir müssen erstmal hier lang. Nö. Wir hätten auch erst 54 machen können und dann die 30. Dann wären wir schon hier hingekommen. Na gut, habe ich nicht gecheckt. Jetzt müssen wir halt hier rumfahren. So, Auto. Mal gucken, wie kommen wir denn da oben hin? Hm, ich glaube da vorne links, in einem blauen Punkt, da kann man rechts abfahren. Oder auch nicht, wir brauchen gar nicht abfahren. Die Straße wird genau hier am Wiesenstück vorbei. Schick! Jo, ich würde sagen, ich klappe nochmal eben schnell aus hier.
Und stellen nochmal eben hier den Bandschwader ein. Heißt hier nein. So, dass das Äußere reingespartet wird, weil wenn wir das zetten, wirft er das ja wieder raus und sonst wirft er das nachher in einen Bereich rein, wo ich es nicht wieder bekomme. Deswegen fahre ich den immer aus. Gut, ich würde sagen, das werdet ihr aber in der nächsten Folge sehen. Lasst ein Like und Abo da, drückt fleißig die Glocke, um nichts zu verpassen. Schreibt meinetwegen auch gerne einen Kommentar hinein, damit ich weiß, ob es gut ankommt. Könnt ihr gerne reinschreiben, ihr könnt auch egal welche Sachen reinschreiben. Wenn es nicht schlimm ist, genehmige ich die auch. Ne? Ihr wisst Bescheid, bis dahin, euer Capo und ciao.